Das sind die Herren des Linz AG Viertelmarathons. Der Start war heute um 8.30 Uhr hier beim 20. Oberbank Linz-Donau-Marathon. Die absolvieren eine Strecke von 10,5 Kilometer. Der Streckenrekord übrigens beim Linz AG Viertelmarathon, der liegt bei 31 Minuten 29. Mittlerweile sind wir bei 33 Minuten 45. Der Rekord ist 2007 aufgestellt worden von Christian Haas. Und wir erwarten jetzt die allerersten Läufer, da kommt er. Applaudieren Sie bitte, begleiten Sie unseren ersten Mann des Linz AG Viertelmarathons ins Ziel. Und das sind die allerletzten Meter. Wir haben eine Zeit von 34 Minuten und 5 Sekunden und da läuft er ein. Wunderbar, der erste Läufer heute im Ziel beim 20. Linz-Donau-Marathon, der zweite Läufer. Und der Massenstart. Once again, please join us, top 3 men, top 3 women. Okay. In our Linz AG Quarter Marathon of this morning. Please join us upstage here, so that we're going to start with our awards ceremony. Dieses Tempo eben nicht 20 Kilometer, sondern ein bisschen ziehen. Die verabschieden sich dann quasi während des Rennens. Genau. Dann läuft die Gruppe weiter. Nein. Wir bleiben beim Linz AG Viertelmarathon, kommen zu den Herren. Linz AG Quarter Marathon Top 3 Men. Two times Austria, one time Ukraine. Also, wir haben ein Podium mit zweimal Österreich, einmal der Ukraine. Rang 3 in 35 Minuten, einer Sekunde mit Philipp Gintensdorfer, Österreich. Auf Rang 2 mit einer Zeit im Ziel von 34 Minuten 13 Sekunden begrüßen wir einen Mann aus der Ukraine, der zu uns gekommen ist, Vitali Kapitanets. Gratulation! Ein Mann war genau 7 Sekunden schneller als unser Zweitplatzierter über diese Viertelmarathon-Distanz und das ist Kevin Kamenczak aus Linz in 34.06. 34 minutes, 6 seconds, just 7 seconds quicker, winning Linz AG Quarter Marathon this morning. Der Kevin, der Vitali und der Philipp auf den ersten drei Plätzen. Auch da gibt es wieder die Linzer Torte und die Trophäe. Für die Top 3 Läufer. Mir läuft immer das Wasser im Mund zusammen, wenn du Linzer Torte sagst, Katrin. Und wenn ich die hier sehe, wie der Magister Kerschbaumer die durch die Gegend trägt, ich denke mir, so eine Kiste muss ich heute Abend auch mitnehmen. Du musst nächstes Jahr mitlaufen und gewinnen. Oh, das glaube ich nicht. Gottes Willen. Ich habe übrigens wieder eine Information durchbekommen. Ja, bitte gerne. Die Elite-Gruppe nähert sich Kilometer 35 und der letzte Pacemaker wird vermutlich aussteigen. Okay, dann ist er etwa 5 Kilometer länger gelaufen, als er verpflichtet war zu laufen. Kilometer 30 war so die Marke, bei 35 ist er raus. Okay, wenn Sie gleich bei Kilometer 35 sind, meine Damen und Herren, Fußziehen aus dem Jahr 2007 mit 2:07:33. Ja, und der